Musica is proudly presented by Rolex. They're among the most exciting young talents of their generation, and they have the chance of a lifetime. A handful of young conductors are invited to the Herbert von Karajan Young Conductors Award. Natürlich, wenn Salzburger Festspiele das organisiert, was könnte dann besser sein? Eine gute Dirigentin macht aus unglaubliche Überzeugungsfähigkeit und das Können, alle ins Boot zu holen. Bei Wettbewerben, da möchte man ja vor allem seine Stärken zeigen. We'll find out what inspires them, what their ambitions are, and how they prepare for this unique competition. Herbert von Karajan Young Conductors Award, Part 1. Dirigieren ist mein Traumberuf, weil es eine Berufung einerseits ist und ein Metier, ein Thema, mit dem man sich ein Leben lang beschäftigt. Man ist nie fertig, man lernt immer mehr dazu. The young Austrian conductor Tobias Vogerer originally started playing the cello, but discovered his passion for conducting during high school. Back then, he started to lead the school choir and orchestra. Ich habe einfach versucht, am Anfang mir irgendwie Gelegenheiten zu schaffen, wo ich ausprobieren kann. Man muss am Anfang so ein paar Verrückte finden, die halt sagen, okay, ich lasse den da mal ausprobieren. Und da kann man dann einfach sozusagen mit dem ins kalte Wasser einfach reinspringen. Das Dirigieren lernt man ja, also genau wie ein Instrument. Du brauchst das Instrument, um weiterzukommen. Beim Dirigieren ist halt das Instrument eigentlich das Orchester. Salzburg is a magnet for the world's greatest performers, and the Salzburg Festival hosts a unique competition, the prestigious Herbert von Karajan Young Conductors Award. Tobias has been invited with 7 other candidates to the semi-finals. Der war immer so ein bisschen im Hinterkopf von mir, weil ich einfach gesehen habe, dass es ein sehr besonderer Wettbewerb ist. Und aber auch genau aus diesem Grund wollte ich mich nicht zu früh dazu entscheiden, mich dafür zu bewerben. Ich hatte schon sehr lange den Traum, hier teilnehmen zu dürfen. Als ich die Zusage bekommen habe, habe ich alles versucht, sozusagen, um bestmöglichst heute hier anzutreten. Wenn Salzburger Festspiele das organisiert, was könnte dann besser sein? Ich wollte immer daran teilnehmen, weil ich habe mich immer gefühlt, ich bin wahrscheinlich immer noch nicht bereit dafür. Tobias, Anna and Hankiel have been chosen from more than 300 young talents from around the world. They're between 21 and 35 years old. Winning this award means opening the doors to the greatest orchestras. Some conductors even have rock star status. They're a different breed. There's a special magic about them. But what does a conductor actually do? How does he get so many musicians to follow his lead? Ich glaube, das Wichtigste, was ein Dirigent macht, er atmet. Das ist das Einatmen, das ist das Ausatmen. Und da gibt es eigentlich schon 1000 Möglichkeiten, ob es sehr weich ist oder ob es eher sehr scharf ist, ob es sehr laut ist oder eher leise. Damit es noch klarer ist, haben wir manchmal nicht nur unsere Hand, sondern auch unseren Taktstock, der konzentriert die Sicht der Musiker und manchmal sogar des Publikums auf der Spitze. Einatmen, ausatmen. Und die Links kann dann noch mal besser zeigen, wie es sein wird. Das alles kommuniziert ein Dirigent
mit seiner Körpersprache, mit seinem Herz, mit seinem Gehirn und mit seinem Gehör. Back to the contest. Their talent is put to the test in the presence of the jury. They need to dive right in without seeing the musicians beforehand. From Mozart, Beethoven, and Schubert to Schoenberg. Still quite full of adrenaline, very, very warm, but happy, yeah. You put in so much work and thought and nerves and everything, and then it's sort of like trying to jump off the Eiffel Tower and land on an exact spot on the floor somewhere. En el momento en que llego al podio, no existe nada más. Intento controlar mi respiración, ponerme incluso en posición. Si pienso en lo que estará pensando en el jurado, dejo de ser yo y dejo de enseñar la idea que tengo. There is a lot at stake and tensions are high. They only have a few minutes to present their vision and convince the jury. Schönen guten Morgen, geht nicht mehr ganz, aber Mahlzeit ist es auch noch nicht. Mein Name ist Tobias Wögerer, ich komme aus Linz, freue mich sehr hier zu sein. Wir machen Schubert und Zauberflöte und beginnen mit Schubert. Diesen Zeitdruck hat man immer, also auch wenn ich eine dreistündige Probe habe. Es ist sehr viel Gefühlssache, spontane Gefühlssache. Man bereitet sich natürlich so gut wie möglich vor mit allen möglichen Ideen, auch wie man etwas eventuell formuliert, wie man mit dem Orchester spricht. Aber im Endeffekt kann man das sozusagen nur spontan vor Ort in dem Moment entscheiden. Diese Leggero-Leichtigkeit mit dem Afro-Sinn gefällt mir irrsinnig gut. Wir können uns mehr mit dem Gaspedal spielen bei den Repetitionen, bei den kleinen Noten. Dass wir noch mehr Bewegung, noch mehr Wellen reinbekommen. Direkt dieses Fortissimo, 35 ist das. Ich fühle mich gerade sehr erleichtert, aber auch sehr positiv gestimmt, weil es irrsinnig viel Spaß gemacht hat. For the musicians, it's also an interesting challenge to work with the young talents. We know immediately if a conductor is talented by how clear they are, how much they can show with simply their beat. The artistic side is much more difficult to describe and to judge, and it's also very subjective. So can they show us with their beat how to play a phrase, what emotion they want us to use? Servus, bin Han. Of course, very important is also in the rehearsal phase, how they take us through the piece. Das war auch zu super, aber ich würde gerne meine Idee darstellen. 161, Fortissimo. Da stelle ich mir vor, einen Riesenmann in einem Biergarten verschluckt kurz davor Pianissimo. Und dann hustet riesig. Bam, 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 bam. Und dann hustet zweimal. The icon whose name graces the award is one of the most influential conductors of the 20th century. And after Mozart, the most important son of the city, Herbert von Karajan. Mm-hmm.
Arabic von Karajan war ein Visionär. He was called the chief musical director of Europe, conducting the most distinguished orchestras such as the Vienna Philharmonic, and he was also an essential figure for the Salzburg Festival. Er hat die Partituren in und auswendig, hat immer ohne Partitur dirigiert. Er wusste um die Klangkultur sehr genau Bescheid. Die andere Sache ist, dass er auch immer wieder der Zeit voraus war. Die Bedeutung von Karajan für die Festspiele, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das war der Magnet. Ich glaube, der Young Conductors Award sei sehr in seinem Sinne gewesen. Karajan war klug genug und großzügig genug, um zu wissen, dass man nachfolgende Generationen fördern muss. The moment of truth has arrived. The jury has made its decision. 8 Kandidaten sind hier versammelt gewesen. Aber 3 Kandidaten wurden ausgewählt und ich möchte jetzt Ihnen den Namen nennen. Es ist Vitali Alexenjok, Tobias Wögerer und Hankel Jung. 3 months of intensive preparation now lie ahead for Tobias and the others. Ich versuche einfach mein Bestes zu geben, aber es ist irrsinnig schön jetzt unter den besten 3 zu stehen. The finals in the next edition of Musica. Musica was proudly presented by Rolex.